herzlich willkommen. Ich bin's, Tobi, der Brettspiel-Hero. Ja, heute stelle ich euch was ganz Neues vor. Ein Spielvorschau-Video zur Spielwarenmesse in Nürnberg. Das ist das allererste Mal, dass ich da hinreise und mir die Messe angucke. Bis jetzt habe ich mir immer die Spiel, also in Essen, angeschaut und war davon sehr begeistert. Ja, und jetzt ist das allererste Mal, dass ich nach Nürnberg fahre. Und ich habe mir jetzt genau überlegt und recherchiert, welche Spiele werden da erscheinen, worauf freue ich mich besonders. Ja, und dazu habe ich jetzt ein Video zusammengeschnitten und möchte euch dieses gerne zeigen. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Das erste Spiel, was ich euch heute vorstellen werde, ist Yamatai vom Verlag Days of Wonders. Ja, der Verlag Days of Wonders, der zuvor schon Klassiker wie Zug um Zug, Small World und Five Tribes herausbrachte, stellt in Nürnberg sein neues Strategiespiel Yamatai vor, welches auf der gleichnamigen, sagenumwobenen asiatischen Insel spielt. Der Autor ist Bruno Casala und Mark Pequeen, designed von Jeremy Fleury. Das Spiel ist für 2-4 Spieler ab 13 Jahre und eine circa Dauer von 40-80 Minuten. Ja, bei Boardgame Geek hat es 7,7 Punkte bekommen. Ab März für ca. 54 Euro im Handel erhältlich. Ja, durch das wunderschöne Design und die aufwendigen Illustrationen nimmt Yamatai und Spieler mit auf eine Reise durch das Asien vergangener Zeiten. Das Spiel von Bruno Casala und Mark Pequeen richtet sich besonders an erfahrenen Spieler und ist wohl im Kenner- und Expertenbereich angesiedelt. Trotz allem sollen die Regeln einfach gehalten sein und das Spiel sehr schnell erlernt werden. Ja, aber um was geht's eigentlich in Yamatai? Als Baumeister des Königreichs erhalten die Spieler von der Königin Himiko den Auftrag, die Hauptstadt Yamatai zu errichten, um so die Gunst der Königin zu erlangen und am Ende als erfolgreichster Baumeister in die Geschichte einzugehen. Um diese anspruchsvolle Herausforderung zu bewältigen, transportieren die Spieler verschiedene Ressourcen zwischen den Inseln der Archipels und sammeln Kulturplättchen, betreiben Handel und errichten Gebäude und Monumente. Spezialisten anzuwerben, um ihre besondere Fähigkeit einzusetzen, sind ein weiterer wichtiger Teil der Strategie eines jeden Baumeisters auf dem Weg zum Sieg. Um die anderen Baumeister im Spiel zu übertreffen, ist es entscheidend, das richtige Flottenplättchen zur richtigen Zeit zu wählen, um so an Ressourcen und nützlichen Fähigkeiten zu erlangen. Es gibt zahlreiche Wege zum Sieg und die Spieler müssen Aktionen aller Spieler genau im Auge behalten, um der größte Baumeister von Yamatai zu werden. Ja, Spielbrett und Spielmaterial sehen sehr interessant und hochwertig aus. Dazu die Mechanismen wie Ressourcenmanagement und etwas Area Control vermitteln mir einen sehr guten Eindruck und damit könnte Days of Wonder wieder einen richtigen Knaller für das Jahr 2017 ins Rennen schicken. Ich freue mich jetzt, dieses Spiel in Nürnberg anspielen zu können und werde euch auf jeden Fall davon berichten, ob es meine Erwartungen erfüllen kann. Das zweite Spiel, wo ich mich mega drauf freue, ist von Fantasy Flight Games, New Angeles. Ja, einer meiner Lieblingsverlage stellt ein neues semi-kooperatives Brettspiel aus dem Android-Universum vor, eben New Angeles. Man sagt dem Spiel auch nach, es wäre das neue Battlestar Galactica. Ja, es ist also vom Autor Jeff Kniffen, der ist unbekannt, aber das heißt ja nichts. Grafikdesign ist nichts bekannt. Es ist von 4-6 Spieler ab 14 Jahre und hat eine Dauer von 120-240 Minuten. Boardgame Geek gab dem Spiel 7,6 Punkte und es soll im zweiten Quartal beim Heidelberger Spieleverlag auf Deutsch erscheinen dieses Jahr und das für ca. 59,95. New Angeles ist ein Spiel für 4-6 Spieler. Ihr habt richtig verstanden. Ab 4 Spieler, die in die Welt vom Android in die Rolle vom Megakonzern schlüpfen. Die Spieler verhandeln miteinander und schmieden kurzfristige Bündnisse, um Vorteile und finanzielle Überlegenheit über ihre Rivalen zu erlangen. Dabei versuchen sie, die Ordnung und die florierende Großstadt New Angeles aufrechtzuerhalten, damit ihr Profit nicht unter Unruhen zu leiden haben. Die Aufmerksamkeit der Regierung sollten die Spieler aber tunlichst vermeiden, und auf gar keinen Fall auf sich ziehen, da sonst alle Spieler verloren haben. Die Welt hat sich eben verändert, aber die Gier ist die alte geblieben. Als die größte, wohlhabendste und vielfältigste Stadt auf der Welt ist New Angeles das glänzende Aushängeschild menschlicher Errungenschaften und Fortschritt. Aber ein solcher Erfolg ist auch ein fruchtbarer Boden für mächtige Megakonzerne, die alle versuchen, ihren Gegenüber
finanziell auszustechen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es wirklich das bessere Battlestar Galactica ist, wie von Fantasy Flight angekündigt, denn das ist einer meiner absoluten Lieblings-Koop-Spiele. Auch hier sieht das Spielmaterial, die Figuren und das Spielbrett einfach nur klasse aus und man taucht direkt in diesen Android-Universum ein und fühlt sich wie bei Shadowrun alter Tage. Es sieht sehr interessant aus und die Vorstellung, einer noch besseren Variante von Battlestar Galactica zu zocken, ist einfach nur pure Vorfreude. In Nürnberg kann man eben die englische Version anspielen und es wird dieses Jahr beim Heidelberger Spieleverlag, wie angesprochen, in Deutsch erscheinen. Ich versuche mir einen Überblick zu verschaffen und hoffe, ich kann auch eine Testpartie spielen und dann werde ich euch natürlich über New Angeles berichten. Als drittes Spiel stelle ich euch Yokohama vor von DLP Games. Das neue Spiel von Hiyashi Hayashi, unter anderem Trains, wurde bereits vielfach gelobt und Rado alias Richard Hamm bezeichnet Yokohama als Hayashis bislang bestes Spiel. Dieses wird exklusiv bei DLP Games im März in Deutschland erhältlich sein, wo ich mich besonders darüber freue. Man muss eigentlich nicht sagen, der Designer, der verrückte Japaner Hiyashi Hayashi. Es ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahre und hat eine Dauer von ca. 90 Minuten. Boardgame Geek gab dem Spiel 7,9 Punkte und es wird ab März voraussichtlich für 44,95 im Handel erscheinen. Es war ja ein erfolgreiches Kickstarter-Projekt und es haben mehr als 5.780 Unterstützer gebackt und es kamen mehr als $430.000 zusammen. Ja, und so wurde das Projekt erfolgreich produziert und wir dürfen dieses Jahr in Genuss kommen, dieses Spiel in Deutsch zu erhalten. Ja, und was geht's denn bei Yokohama? Während der Magie-Ära, die von 1868 bis 1912 andauerte, entwickelte sich das namengegebene Yokohama vom Fischerdorf in eines der größten Handelsstädte Japans. Als einer von bis zu 4 Mitspielern sind, ja, wir Spieler einer dieser Händler, die japanische Produkte wie Kupfer, Rohseide oder Fisch in fremde Länder exportieren wollen. Durch den Einfluss ausländischer Technologien und Kulturen ergeben sich für die Händler eine Vielzahl von Möglichkeiten, um im Wettstreit mit Mitbewerbern der größte Ruhm zu erlangen. Hierzu gehört das Erfüllen von Aufträgen, das Erlernen fremder Technologien und die Entwicklung der Stadt durch den Bau von Geschäften und Handelshäusern. Ja, all das hört sich vielversprechend an. Ich denke, das wird ein Mega-Walker-Placement-Spiel werden. Und das möchte ich mir jetzt mal genauer ansehen. Es sieht ein bisschen unübersichtlich aus, aber ja, ich habe sehr viel Gutes gehört und gelesen. Bin jetzt mega neugierig darauf und werde euch natürlich auch auf den Laufenden halten, was Yokohama angeht. Als kleiner Hinweis, ihr könnt es bei DPL Games auch vorbestellen und bis zum 31.03. bekommt ihr einen Rabatt von 5 Euro. Ja, und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Dafür müsst ihr eben bei der Bestellung im Feld Gutschein den Rabattcode Yokohama eingeben und dann könnt ihr das Spiel eben für fast 40 Euro bekommen. Der Heidelberger Spieleverlag bringt dieses Jahr Adrenaline von Czech Games Edition raus und ich freue mich, dieses in Deutsch anspielen zu können. Autor ist Philipp Niddock und die Anzahl der Spieler ist 3 bis 5 ab 12 Jahre. Die Dauer ist ca. 30 bis 60 Minuten und Boardgame Geek gab dem Spiel 7,4. Ja, was ist Adrenaline? Ein First-Person-Shooter für den heimischen Wohnzimmertisch. Geil, oder? Die Zukunft. Ein Krieg hat die Welt völlig zerstört zurückgelassen und die Menschen in Fraktionen geteilt. Diese Fraktionen haben entschieden, den niemals endenden Krieg in die Arena zu beenden. Ein neuer virtueller Blutsport wurde erschaffen. Das Adrenaline-Turnier. Jede Fraktion hat einen Champion und jeder Champion hat die Chance zu kämpfen, um die Chance zu gewinnen. Willst du die Chance nutzen, um der nächste Champion im Adrenaline-Turnier zu werden? Wer hätte es gedacht, wenn man sich Adrenaline genauer anschaut, bekommt man ein klassisches Eurogame, Ressourcenmanagement mit einer Prise Area Control. Das Beste daran, Glück spielt bei Adrenaline gar keine Rolle, was ich sehr, sehr gut finde. Munition ist euer Rohstoff, wer hätte das gedacht. Sobald man geschossen hat,
muss man seine Waffe nachladen, denn diese ist sofort leer. Nachgeladen wird durch Energiewürfel, die ihr auf dem Spielbrett an Droppoints aufsammeln könnt. Die Frage, die man sich wohl permanent stellen wird: Sammeln, schießen oder bewegen, denn alles kostet Aktionen und man besitzt nur zwei davon. Was ich persönlich richtig cool finde, ist, dass komplett ohne Würfel auskommt und man kämpft ausschließlich mit Karten, was ja genau mein Ding ist. Man bewegt sich eben durch die Arena, rüstet sich mit Karten aus und geht auf gegnerische Mitspieler los. Schön ist, dass der Mechanismus so gut ausgeklügelt wurde, dass es uninteressant wird, immer auf den gleichen zu ballern, weil das immer weniger Punkte generiert und dadurch unattraktiver wird. Zusätzlich werden angeschossene Gegner immer schneller im Spiel, was es auch erschweren soll, sich nur auf einen Gegner zu fokussieren. All das hört sich für mich sehr unverbraucht und macht Lust auf mehr. Und ich werde mir jetzt in Nürnberg davon ein Bild machen, das Spiel in Deutsch anzutesten. Der nächste Leckerbissen für mich ist First Martians Adventures on the Red Planet. Laut Pegasus wird versucht, die deutsche Ausgabe im ersten Halbjahr herauszubringen. Aktuell erscheint die englische Version bei Portal Games, was man aktuell in Englisch vorbestellen kann. Link dazu findet ihr bei mir in der Artikelbeschreibung. Ja, das ist das neue Spiel von Ignacy Trevicek und der hat ja schon so Sachen rausgehauen wie Robinson Crusoe. Das ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahre. 60 bis 90 Minuten soll es circa dauern und BoardGameGeek gab dem Spiel 7,5 Punkte. Ja, First Martian ist der preisgekrönte Nachfolger von Robinson Crusoe. Das Spiel wird App unterstützt und wird auch wohl ein Kernelement werden, was ich persönlich sehr cool finde. Zusätzlich wird das Spiel wohl komplett ohne Karten auskommen, was für mich schwer verdaulich wird, ich als Kartenliebhaber, aber mein Interesse geweckt hat, wie das jetzt funktionieren soll. Auf der Spielemesse letztes Jahr konnte man ja schon einen Blick drauf werfen und da war ich schon total verwundert, weil man eben keine Karten gesehen hat. Ja, die App soll alles eben übernehmen, was Karten sonst bewirken würden. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen und klingt für mich und wahrscheinlich für euch auch ungewohnt. Aber laut Portal Games soll man nur in wichtigen Momenten auf die App zugreifen und zusätzlich ist es eben, ja, ist der Einsatz der App sinnvoll, weil auf diesem Weg Szenarien besser, ja, erläutert bzw. gespielt werden können. Sobald eben ein Szenario gemeistert wurde, wird das nächste freigeschaltet. Dieses Jahr soll eine deutsche Version von First Martians inklusiver deutscher App erscheinen. All das hört sich mega spannend an und ich freue mich in Nürnberg mehr zu erfahren und hoffentlich kann ich dies dann auch schön ausprobieren. Das nächste Spiel, was ich sehr interessant finde, ist Dice Forge von Liebelud Verlag, was wohl in Deutsch bei Asmodee dieses Jahr erscheinen wird. Ja, es ist ein Spiel für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahre mit einer 40-minütigen Dauer angekündigt und BoardGameGeek gab dem Spiel 7,1 Punkte. Ja, um was geht es? Die Götter rufen auf zum himmlischen Turnier, in dem die größten Helden des Landes um die ultimative Belohnung kämpfen. Einen Platz unter den Unsterblichen. In Dice Forge nehmen die Spieler an diesem Turnier teil. Als Unterstützung erhalten sie die mächtigen Götterwürfel. Mit deren Hilfe können sie nützliche Artefakte und mächtige Kristalle sammeln und sie im Kampf gegen mystische Monster einsetzen. Diese mächtigen Würfel können geschmiedet und verbessert werden. Dice Forge besitzt einen sehr, sehr interessanten Würfel-Crafting-Mechanismus, wie ich finde. Dieses neuartige System erlaubt den Austausch von Würfelseiten gegen stärkere und mächtigere Visionen, sodass die Spieler ihre Würfel nach ihren Wünschen gestalten und verändern können. Ja, all das hört sich sehr interessant an und was ich schon an Bild- und Filmmaterial gesehen habe, fand ich interessant. Und ich bin persönlich ja gar nicht so ein Würfelfreund, weil das für mich einfach eine zu hohe Glückskomponente hat. Aber bei dem Spiel sah das einfach irgendwie, ja, gut und durchdacht aus und vor allem interessant.
Jetzt will ich hoffen, dass ich das Spiel mal in Nürnberg antesten kann und dann werde ich auch gern dazu meine Meinung preisgeben und euch nicht vorenthalten. Ja, Simon, also Cool Me Not, das darf ja auf keiner Liste fehlen, also auf jeden Fall nicht bei mir. Die Infos über die beiden Spiele habe ich mit meinem guten Kumpel Hans ausgearbeitet. Danke an dieser Stelle noch immer für deine Hilfe. Ja, in 2017 erwarten uns eine ganze Menge große Spiele und Kickstarter-Kampagnen, so auch ein echter Knaller von Brettspieldesigner Eric Lang, und zwar Rising Sun. Der bisher größte Erfolg von Eric Lang ist wohl Blood Rage, mein absoluter Favorite von 2016. Die Hauptinspiration für Rising Sun war laut Eric der Verhandlungsbrettspielklassiker Diplomacy. Denn historischen Hintergrund bildete das feudale Japan mit den dazugehörigen Fabelwesen und allem Zip und Zap. Es wurde mal wieder hervorragend recherchiert und sehr akribisch umgesetzt. Es geht um Ehre, Verhandlung und Kampf. Die Miniaturen sehen wieder unglaublich gut aus und werden die Herzen der Maler unter uns höher schlagen. Für mich ein klares Must-Have. Bis jetzt wurden nur ein paar Figuren gezeigt, aber hoffentlich, bitte, bitte, bitte ändert sich das in Nürnberg. Rising Sun wird als geistiger Nachfolger zum Erfolgsspiel Blood Rage gehandelt und soll ja bei Kickstarter dieses Jahr starten. The Godfather, Al Capone, Prohibition, leicht bekleidete Damen in Speakeasies, gepanzerte Cadillacs und die legendäre Tommy Gun. Daran denken die meisten, wenn von Mafiosi die Rede ist. In The Godfather, dem neuen Worker Placement Spiel von Eric Lane, was dieses Jahr wahrscheinlich erscheinen wird, sind diese Tage jedoch längst überholt. Neue Gangster sucht das Land. Der gleichnamige Film aus den 70ern von Francis Ford Coppola stellt die Bühne für dieses großartige Projekt. Nicht nur wird es ein Worker Placement Spiel werden, was mich und meine Spielgruppe mega freuen würde, sondern hoffentlich auch mit Miniaturen Ganoven in gewohnter Siemens-Qualität aufwarten. Ganz nach Manier einer ordentlichen Familia hat hier jeder seine Aufgabe. Eure Fußsoldaten, der Don, eure Frau und die Erben, alle erpressen entweder ein paar Geschäftsleute oder bekriegen sich in heftigen Area-Control-Gebietsstreitigkeiten. Karten werden auch eine Rolle spielen. So repräsentieren diese zum Beispiel Geld, unlautere Unternehmungen, Verträge und besondere Vorteile, wie zum Beispiel der Gewerkschaftsvorsitzende. Alles im Allen soll das Spiel sehr durchdacht sein und ohne unnötige Klimbim und aufbauschenden Regeln auskommen. Ja, ich kann es kaum erwarten, den Gambinos, Bandettis und Corleones zu zeigen, wo der Bartel den Most herholt. Ja, und das Spiel hat auf jeden Fall zwei erwartungsvolle Daumen hoch. Und ich hoffe, in Nürnberg kann ich dieses anspielen. What's Your Game? Ja, What's Your Game bringt Brasil mit nach Nürnberg. Und wenn das nur ansatzweise so gut wird wie Nippon, Signori oder Railroad Revolution, bekommen wir 2017 wieder ein richtig schönes Kenner- und Vielspielerspiel auf unserem Brettspieltisch. Ja, der Autor Bizarro und Soledade haben dieses Spiel kreiert und es ist für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahre. Die Dauer wird angegeben mit 90 Minuten, obwohl ich sage, das wird wahrscheinlich nicht eingehalten. Und Board Game Geek gab dem Spiel 7,4 Punkte. Ja, das Spiel Brasil wird mit Karten gespielt. Juppie! Es ist mehr als ein einfaches Spiel über Bergbau, denn es erfordert, dass die Spieler Maßnahmen zur Entwicklung der Region durch den Bau von wesentlichen Infrastrukturen wie Häuser, Geschäfte, Bauernhöfen, sogar Kirchen und Straßen kombinieren. Die Spieler bauen ihren Weg zum Wohlstand, indem sie wechselnde Charakteristiken der Region, die Bewegung und die Bedürfnisse anderer Spieler und das gemeinsame Wohl der lebendigen und wohlhabenden Stadt Villa Rica im Auge behalten müssen. Ja, alles, was ich bis jetzt gesehen und gelesen habe, hört sich verdammt gut an
Und wer die letzten drei Spiele von What's Your Game gespielt hat, ja, der weiß ganz genau, was er bekommt. Ich bin mir ganz sicher, dass uns ein richtig gutes Spiel erwarten kann und wird. Und ich hoffe, man kann es anspielen und dann werde ich darüber euch berichten. Ja, jetzt kommen wir zu den Erweiterungen. Auch da werden sehr viele in Nürnberg vorgestellt. Und wir fangen an mit den Space Cowboys. Die haben ja die beiden Time Story Erweiterungen dabei und ich hoffe, dass wir endlich neue Informationen dazu bekommen und vielleicht kann man auch was anspielen. Die erste Erweiterung ist die Endurance Expedition und die zweite Erweiterung ist Lumen Fidei. Die Time Story Agency hat einen neuen Auftrag. Diesmal geht es ins Jahr 1914, während in Europa der Erste Weltkrieg tobt, gehen wir auf eine sehr kalte Mission. Die Endurance, ein Forschungsschiff auf dem Weg durch Antarktis, ist im Eismeer verschollen. Was ist der Expedition zugestoßen? Ein Team aus erfahrenen Zeitreisenagenten soll der Sache auf den Grund gehen. Ja, und das ist wieder Zeit für Brettspiel-Rollenspiel. Diesmal taucht auch ein Hund namens Fenrir als Charakter auf. Ja, und da werde ich gespannt und ihr wahrscheinlich auch, wie man das ja spielen wird, wie das funktioniert, weil ein Hund darf ja eigentlich gar nicht mit einem Menschen kommunizieren, also das schon, aber eben nicht reden. Ja, und da wird spannend sein, wie das gemacht hat, also wie man sich da überlegt hat, wie die Kommunikation zustande kommen soll. Ja, hört sich spannend an, auch das mit dem ja, Schiff, also dem U-Boot. Und ja, da hoffe ich, dass man da noch ein bisschen mehr Infos bekommt. Dann werde ich euch natürlich auf den Laufenden halten. Ja, die zweite Story, also die zweite Erweiterung von Time Stories, ist ja Lumen Fidei. Und die Zeitreisenagenten gehen erneut auf Reisen. Der Titel Lumen Fidei gibt die Richtung an. Die Agenten folgen dem Licht des Glaubens ins späte Mittelalter, in die Zeit der Inquisition. Was sie dort tun sollen, wen sie dort begegnen werden, das können wir fraglos nicht verraten. Manno, sicher dürfte jedoch sein, dass wieder knackige Rätsel und unerwartete Storywendungen auf die Agenten der Time Agency warten und es auch den ein oder anderen neuartigen Twist geben wird, der nie zuvor ein Zeitreisender widerfahren ist. Die Spieler übernehmen die Rolle von Spionen in Andalusien. Sie sind vom Papst gesandt und sollen Aktionen innerhalb der spanischen Kirche untersuchen. Dabei wird das Spiel anders angelegt werden. Der Druck auf die Spieler erfolgt weniger über die Zeit als über moralische Entscheidungen. Zudem werden neue Mechanismen ins Spiel integriert. Das hört sich sehr spannend an. Ich muss sagen, dass mich die Lumen Fidei Erweiterung sogar noch mehr anspricht. Nicht, weil ich religiös bin, das bin ich nämlich gar nicht, aber ich finde das Thema einfach sehr interessant und alleine, weil der Mechanismus sich verändert. Also diesmal ist das nicht der Zeitdruck oder die Zeit an sich, sondern der Glauben und ich bin gespannt, wie das umgesetzt worden. Hört sich mega spannend an und auch da hoffe ich, dass man auf der Nürnberger Spielwarenmesse mehr Informationen bekommt und dann werde ich euch sofort berichten und nichts vorenthalten. Ja, und wenn wir bei Erweiterungen sind, dann darf natürlich die nicht vom Schwerkraft Verlag fehlen. Die Erweiterung Hellas und Elysium, die andere Seite des Mars von Terraforming Mars. Boardgame Geek gab ja dem Grundspiel schon 8,3 Punkte. Das spiegelt auch unsere und meiner Brettspielgruppe ja klar wieder, wie wir das Spiel finden. Terraforming Mars eben, Hella und Elysium ist die erste von vier kommenden Erweiterungen für Terraforming Mars. Diese besteht aus einem doppelseitigen Spielbrett mit zwei neuen Marsbereichen. Die eine Brettspielseite zeigt Hellas, das südliche Wild umfasst den Mars-Südpol und den riesigen 7-Hex-Hellas-Krater, der gerade zu einem riesigen See wird. Und die andere Brettspielseite zeigt Elysium in der Nähe des Mars-Äquators mit ausgedehnten Tiefebenen für Ozeane im Norden und einem trockenen, mineralreichen Süden. Ja, jeder dieser Karten besteht aus den neuen Meilensteinsätzen und Auszeichnungen, die für diese Karte relevant sind.
Zum Beispiel platzieren Sie drei Fliesen rund um den Südpol zu einem Polarexplorer oder starten ein Rennen, um die meisten Güter neben den Wasserfeldfelder auf Elysium zu erhaschen. Laut Schwerkraftverlag läuft der Nachdruck zum Basisspiel im Zeitplan und die Auslieferung sollte im Februar klappen. Also auch da gute Neuigkeiten. Ja, ich freue mich. Vielleicht kann man die Erweiterung schon mal anspielen oder man kann eben auf jeden Fall was darüber sehen. Ja, sobald ich da was weiß, werde ich euch auf meinem Kanal natürlich darüber berichten. So, jetzt habt ihr meine Spielvorschau angesehen und da kommen noch so viele Sachen und ich hätte das Video noch aufblasen können. Aber jetzt zum Ende eben noch mal ein paar Infos. Ich habe mir sagen lassen, dass die Erweiterung von auf den Spuren von Marco Polo erscheinen wird. Also es ist alles nicht offiziell, aber ich bin mir sicher, dass das Gerücht stimmt und darauf freue ich mich natürlich auch. Aber weil es da gar keine Infos gab, habe ich dazu auch kein Video geschnitten. Der Yellow Verlag bringt das Spiel Mountain of Madness mit und da ist auch noch nicht so viel von bekannt, aber es ist im H.P. Lovecraft-Universum und es soll ein kooperatives Spiel werden mit einer Prise Echtzeit-Gameplay. Ja, hört sich spannend an. Ich hoffe, man kann da ein bisschen mehr zu erfahren, weil auch da war noch nichts, was man hätte zeigen können. Dann gibt es noch den Hoch & Friends Verlag. Der bringt Lync mit und Lync ist ja das 7. Spiel der GIMP-Reihe. Ja, da freue ich mich auch. Habe auch direkt einen Termin gemacht mit Hoch & Friends. Ja, und da werde ich natürlich auch drüber berichten. Cosmos hat natürlich auch noch zwei Erweiterungen dabei. Einmal die Legenden von Andor 3, die Erweiterung dazu. Und die drei Exit-Erweiterungen, Teil 4 bis 6. Ja, auch da bin ich gespannt und ist ja sehr beliebt. Das hat einfach nicht mehr ins Video gepasst, wollte euch aber trotzdem die Information nicht vorenthalten. Ja, das war meine Spielvorschau. Und solltet ihr andere Ideen haben, andere Spiele favorisieren oder auf andere Spiele euch freuen, ja, dann lasst es mich doch wissen und lasst uns drüber diskutieren. Sollte euch das Video gefallen haben, ja, dann lasst mir doch einen Daumen da, darüber würde ich mich mega freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Brettspiel-Hero. Bye, bye.